Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zum Teil 2 des Stadtfest-Wahnsinns. Man darf ja kein Glas mitnehmen, deswegen schaut euch dann zu meiner Docs an dieser Stelle. Gibt es heute etwas anderes? Und zwar diese massive Flasche, die eigentlich fürs Gym gedacht ist, die dient für einen sehr feinen Gin Tonic. Oh ja. So, darf ich nur. Ja. Doch, das ist legitim. Ein bisschen was hebe ich noch auf. Dann kommt natürlich die ganze Flasche hier rein. So, das ist legitim. Damit darf man dann nämlich überall hin. Ah, oh, herrlich. Schön eiskalt. So muss das sein, aber bevor das losgeht, gibt es erstmal was essen. Das hier ist dann unser Auftakt in einen erfolgreichen Tag. Übrigens den nächsten Mann. Mhm. Hi, wie geht's dir? Sehr gut, also ich finde das geil, übelst geil. Also ich könnte das ficken. Du sitzt übrigens gerade auf einem Pony. Also, wie viele Bälle hast du schon gefunden? Erst 5. Ich habe erst 2. Das wird auch nur so bleiben. Aber aus Titan. Warum nicht Aluminium? Der Markt. Leidet. Der Markt. Es leitet. Mark Porn. Ich bin der Porn von Mark. So, es ist gleich um 7. 17 Uhr meine ich, ja. Und Junge, Ringer, Arnos. Wir haben uns jetzt hier verabredet zum Schmaus. Und die Leute werden alle nacheinander eintrudeln. Alle werden zu spät kommen und zwar massiv. Mhm. Schaut ins Bürgerlich. Hier gibt es wieder Nacken auf Instas Essen. iPad ist völlig überhitzt. Danke, Insta. Danke. Danke, Napster. Danke, Justin Timberlake. Haben wir heute schon mal? Vergessen. Der Mann hat schon sein erstes Bier. Wenn der Mann noch bestellt, das macht mich glücklich. Und der Rest ist noch gar nicht da. Das ist wirklich immer wieder schön. Scheiße, ich wollte echt das exen. Ich wollte eigentlich mich hydrieren. Ist das normal? Schreibt es in die Kommentare. Hier ist nichts normal, mein Guter. Hier ist nichts normal. Genau. Du Schwein! Was hast du für ein Menü, Gamel? Was ist das für ein Kindermenü? Sing. Ein Kindermenü? Der Mann bestellt sich immer ein Kindermenü, wenn es auf unser Nacken geht. Übrigens noch fürs Protokoll, noch bevor die Szene endet. Nein, danach. Ganz wichtig. Könnt ihr bitte das Schuhwerk tauschen? Ist noch ein Bestellwert offen? Ich habe mein Portemonnaie jetzt eh nicht mit. Refund sammeln. Naja, das ist ja. Ich habe nie vier. Du hast was an deiner Kamera. Jetzt ist es weg. Du hast die Kamera. Ja. Ganz oben links. Das ist eh nochmal Kosten. Ach, Homemade. Das ist Beilage. Ich werde jetzt einfach Geld eintreiben, nehme ich das Ganze. Ja, sicher. Du hast bestimmt eine Abfälle mit, oder? Ja. Da ich in die Dusche, die juckt es immer. Aber Vanille. Das ist Vanille. Nee, mit dem Vanille. Brauchst du eine Juckpulver? Nee. Ist jetzt ein Bestellwert offen? Ich weiß es nicht. Wie checkt man das? Du gehst einfach auf deine Bestellung, hältst deine fucking scheiß Karte. Ich bin full. Und dann siehst du, wie viel halt schon bestellt worden ist. Danke, Bro. Guten Abend, geliebter Bruder. Herr Hindert, ich grüße Sie. Ja, ich grüße Sie auch, Herr Herzberg. Ich habe Sie heute noch nicht angefasst. Ja, dann gibt es diesmal noch den mit dem einen. Ich gehe ja schon. Das ist das heutige Vergnügen. Wir gehen jetzt ins Gym. Gym Training, Splits. Oh ja. Split Cock. Bitte öffnen. Eins kann ich öffnen. Das ist Teamarbeit. Das ist Teamarbeit, die Schwerkraft und ich. Haben wir.
Alter. Es schmeckt nur, weil es kalt ist. Eiskalt genießen, ich sag's euch. Danke, Bill. Ich hoffe, ich lebe ewig dadurch. Den Spruch hebe ich mir für nachher auf. Alter. Gin Tonic. Ich nehme auch ein Glas. Nicht so viel. Gott bewahre. Gin Tonic? Nee, danke. Dann reichen zwei, bitte. Oder drei. Flüssiges Kreatin. Gin Tonic? Dann vier, doch, ja. Ja. Mehr. Ja, nicht so viel. Getränk. Das ist der Lifestyle. Vielen. Wie viele Wassertropfen sind das denn von... Das ist eine Flasche Tonic und 400 Milliliter Gin. Oh, das riecht gut. Das ist so ähnlich. Gin mit. Guten Abend. Haben wir heute schon. Ja, bitte, mein Feedback. Ist da hinten und hat Sand in der Vagina. Das schmeckt. Es ist etwas herb. Aber das schmeckt. So, jetzt geht's weiter. Bra. Moin. Servus. Moin. Jetzt mach ich das mal hier rein. King Sing! King Sing! King Sing! Alter, ist das radikal. King Sigma Sing! Es waren drei Stück, morgen schaffst du nur noch zwei. Als ob du jetzt hier hochkommst, was ist denn mit euch los? Das geht wirklich nicht. Das ist ultra. Das heißt, dass wenn ich jetzt einmache. Sing, sing! Hä? Ich krieg das nicht hin. Ich bin zu fett und besoffen. Aus? Ja, zweites. Ich krieg einfach diesen Winkel nicht hin. Herr Winkel! Du musst die Hände zusammen machen. Was zum? Na, man muss schon ganz runtergehen. Ja! Wenn du ganz unten bist, dann ist es unmöglich. Du musst weiter runter, du musst wirklich diesen... Hallo, der Wanz ist weiter unten. Ich sag dir, das ist nicht so einfach. Kannst du noch eine Flagge machen am Baum? Ich habe gerade mitbekommen, dass ich den Becher genommen habe für mich, der ganz oben war. Der seit Jahren auf meinem Regal einstaubt, aber es schmeckt trotzdem. Naja, du darfst doch nicht vergessen, Staub hat 0 Kalorien und 0 Fett, also... Staub ist die Singentransformation. Er frisst den ganzen Tag Staub. Alter. Achso, der Enrico ist übrigens mit seiner Frau an die Kiesgrube gefahren. Also, ich hoffe, die haben einen tödlichen Unfall. Ja, Alter, fick dich, Enrico, spring dich um. Verräter, Bastard. Und an dieser Stelle ganz liebe Grüße an den mageren Barkeeper. Also. Ja, das. Ring! Und die Fettklopse holen sich erstmal ein bisschen Eis. Das machst du fein, hast du dir verdient, großer. Ja, gesagt, ich mir ein Eis hole, du mieser. Ich hab Diabetes. Den bring ich heute auch noch. Im Impfcenter wird jetzt Süßes verschenkt. Vielen Dank. Ich habe gerade keine Heats, müsst jetzt Heats holen, aber ich habe noch solche Heats. Film das. Das ist Bier mit Eiswürfeln. Dunkles Bier. Dann liefere jetzt aber auch ab. Kennst du den Staat in Afrika? King Sing ist auf den Geschmack gekommen. Ah, ist wirklich Bier. So, der Mann ist. Seht ihr das? Es ist einfach. Wir sind jetzt hier am Kantstand. Vielen Lohmann für das Bier auf jeden Fall, Herr Sipp. Sie sind jetzt Eisverkäufer? Ja, ja. Ich verkaufe Eis. Ich verkaufe Eis. Ich habe auch gewisse Eis. Haben wir heute schon mal? Vielen Malat. Darf ich das jetzt welche Oma? Mein elftes Bier heute. Uwe! Pflaume! Uwe! Pflaume! Wo ist eigentlich hier Mr. Cookie Mookie? Zeig die Platze! Was? Hier bin ich! Hier, der Zuckermann! Alter! Bitte! Alter! Haben wir eigentlich heute schon mal Bier getrunken? Wieso ist das nicht offen? Guten Abend! Guten Tag, guter Mann! Grüße Sie, sind Sie die LKW-Fahrer? Ja! Geil! Hi! Danke gleich fürs! Alter, Körpertemperatur! Jetzt macht er mal leer, Mann, das ist ein schöner!
Zuckerfreier Red Bull. Der muss so schnell in deinen Magen gehen, wie nur möglich. Oh ja, get on my level. Get on my Diabetes Level. Der Blutdruck muss mehr sein als die Körpergröße. Ja, ich hab noch was für dich. Das war wie viel Zucker ist ja nicht drin? Viel zu wenig. Ja. Yeah. Zucker den Mann! Zucker den Mann! Süße ihn! Ja! Warte mal, warte mal! Ja, das macht mich glücklich. Ja, das schmeckt. Ja, das soll nicht her, oder? Da muss er ja rein, da, ja, 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 in den schönen... Was war das, Crystal? Mit vielen Wodka E. Ui, Diabetes, Hass. Du bist ja alt hier. Deswegen sagst du, kann ich jetzt auch Hexen. Fuck, du kannst. Ja, komm. Ist extra stark, jetzt habt ihr meine so. Mann, Junge, das ist ja wirklich stark. So viel, wie ich Penismillimeter habe. Alter, 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 das ist mal ein richtiger Mann. Ja gut, auf 220 Kilo Lebendmasse. Das ist der Unterschied. Das ist ein Panzer von damals. Schon alle? Ich bin ja. Ihr wundervollen jungen Menschen, ihr Statement zu Uwe Kubikmeter. Ein Schatz, ich liebe ihn. Wie bitte? Absolut geil. Ja. Alter, ich kann das alles nicht mehr. So, wir probieren heute mal was Neues und zwar Mixery Ultimate Energy. Ich bin sehr gespannt. 6% ist echt viel, weil Energy ist eigentlich ein Getränk, was trinkt man, wenn man ein bisschen runterkommen will oder so. Also früher hatte ja hier zum Beispiel V Plus und so 2,5 und die haben wir auch für 5 hochgemacht. Eigentlich sehr mystisch. Ich bin runtergekommen. Kannst du Black's Eis trinken? Wollten wir nicht zuerst das Radler trinken? Ich grüße das Geschwätz. Ja, das. Ich grüße Max Götz und Uwe Mollert. Grün nur bei den Dosen. Das ist ein guter Mann, der nüchtern lebt. Er sieht so, ey, siehst du so unfassbar rot aus. Ich hab Sonnenbrand des Todes. Ha, ja, echt jetzt? Ich war den ganzen Tag auf Zustellung. Ich stelle mir den ganzen Tag Bier zu. Ich grüße Jetski, Flower Trick, Pflaume, Dome und Ara. Die Corvette? Oh. Sagst du mich an. Die ist auch so leise. Was ist denn das? Musst du noch fahren? Nein, ich. Der Mann hat nicht mein Auto. Was ist denn mit euch los? Hier, nee. Ich muss Tatsache noch fahren. Sauf jetzt. Das ist ja furchtbar schlimm. Aber das ist doch Zucker. Ich will das nicht saufen, aber das macht mich wütend. Du gehst jetzt mal rein und holst Bier. Ja, das ist ja wirklich schlimm, Alter. Also die fragen, wo der Onkel ist. Da ist er. Klose! Versoffen! Ihr seid direkt beteiligt an unserem Tod durch Leberkrebs. Wegen euch sterben wir sehr. Mehr Bier trinken. Das werden wir heute versaufen. Es ist so kalt hier. Statement zum Stadtfest! Mehr Bier trinken hier! So, schön, dass du zwar nicht da, aber dafür wird trotzdem genossen. Und das gute Gräbenstein aus dem Netto. Ein netter Besuch war selbstverständlich äußerst, also, oh, das ist schön. Diabetes, Bier. Das nenne ich Erziehung. Du holst jetzt Bier, komm, mache dich jetzt ein und hol dir Bier. Jetzt kriegst du eine Bier. Alles gut. Es greift. Nicht ohne Bier. Da ist der gute Mark Porn. Stolz, Mark Porn. Was geht ab? Grüße. Guten Abend. Hallo, schönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Schwiegersohn und Vater. Das macht mich so glücklich. Das ist ja Wahnsinn. Der Allvater, ich grüße dich. Der Allvater, ich muss weg. Ich liebe dich! Irgendwann, mein Freund, irgendwann. So ein bisschen Bier? Moment, das war das. Das ist das Scheiße! Das ist Bier! Das ist ein Mixgetränk. Erstes Mal ist das warm, und zweites Mal ist meine letzte Das macht mich so geil. Was ist denn das? Glasflaschen, das kann bis zu 500 Euro Strafe geben. Sind die nicht eigentlich unabhängig? Aber ein Glas darf ja, wir haben Glas auf sich, sollte nicht wichsen. 48.000 Euro Steuernachzahlung, die piss ich! Wo bist denn du? Ich warte hier, wir warten hier, wo bist du? Fünf Leute! Chris Hamkatzen! Nein, das ist doch nicht, das ist warm. Du musst mir beleidigen. Scheiß Chris Hamkatzen, Alter, den Drecksfrühlingsroll, Alter. Komm ran, ich mach dich besser, du... Das Glasflaschen! Das ist übrigens das Feuerwerk, was verboten worden ist. Das ist übrigens Stromausfall.
Warte mal, wann ist denn das Feuerwerk eigentlich? So klingen asiatische Frauen beim Sex. Nein, die Grönschow. Kann ich nicht bestätigen. Marius Mensa, Ex ein Heineken. Der Pfand muss zu dem Lachen abgeben. Oh. Alter, das ist doch schön. Okay, hallo, ich bin nochmal der Freund des Gesellschafts. Was sagst du jetzt? Ich bin socially awkward. Oh, sorry, Junge. Das hab ich dir mal gesagt. Ja, sorry, ich bin unbelehrbar. Hey, die Bube da. Ich bin Flaschenwissenschaftler. Hier, das hier. Das hier, ja. Ich habe Raketen entwickelt. So, das muss unbedingt übertönen. Rick Ross, mein Guter, ich habe Ihren, was ist denn das eigentlich? Also den Bel Air, den Weißen, erworben, weil Gutscheine in meinem Briefkasten waren von dem Zahlschwein. Und ich bin echt gespannt, wie das schmeckt. Und naja, also das ist jetzt auf jeden Fall das nächste Getränk des Tages. Jetzt bin ich nach 6 Tagen Festival. Auf der Nature. One. Oi! Oh, das klang jetzt auf jeden Fall nicht so. Das war mein Audi. Wir laufen gerade in die falsche Richtung. Scheiße, ich habe vergessen, die Pflanzen zu gießen. Hey. Oh ja. Hast du freie Becher? Der schmeckt ich habe einen ich besser. Ich habe heute eine Marienkäfer adoptiert. Der ist wirklich schmackhaft. Wie ist denn der? Ich habe Becher geklaut, die nichts wert sind. Oh. Das ist doch Ebola, oder? Ja. Das gehört rein. Der riecht wie die Bohle. Ich habe Ebola. Bitte. Immer noch. Was, das reicht? Ja, ich habe Ebola. Die Nachricht eigentlich. Ja, ich habe es gelesen. Das ist beim Absetzen. Ja, ist okay. Nee, der schmeckt da wirklich gut. Oh, mein Freund ist wieder da. Alter. Achso, ich dachte. Leute, unter geht. Kann man machen. Von Rick Ross, das ist sozusagen der schwarze Seibt. Tod erleiden. It's! Ich hoffe, eine Menge. Hast du die Zähne gesehen, ne? Markus Mensa. Warum? Ich? Herr Katheter, können Sie das bitte austrinken? Was ist das, Urin? Das ist Harn. Ich trinke sowas eigentlich ungern. Das ist nicht so schlimm. Das riecht nach Alkohol. Bre, bitte ein Statement zum Stadtfest. Das war sehr, sehr geil. Ein Statement zu Markus Mensa. Ein sehr attraktiver Mann. Platz Mensa. Sehr schön. Geht, sehr schöner Mann. Näher, du Hure. Du dreckige Hure. Haben wir heute eigentlich schon mal eingekackt? Jetzt habe ich deine Soße auf meinem Snack. Das höre ich öfter, Brudi. Also es ist auf jeden Fall wirklich Zeit, langsam zu schlafen. Aber ich habe gehört, es geht morgen weiter. Und zwar in Polen. Heute. Technisch gesehen. In wenigen Stunden. Im Seibt. Also ich werde jetzt direkt den Schnitt setzen. Und zwar, wenn der Seibt mich wachklingelt. 3, 2, 1. Urlaub.
Das ist nicht mein Pferd. Mir geht's gut, aber meinem Körper geht's nicht gut. Ach, fuck you, bitch. Wieso meint gerade deine Cola-Gags? Ich bin halt. Ne, es kommt nie raus. Das kommt noch. Geh ich die für Kümmerchen. Alter! Alter, Junge! Jawohl, geht doch. Das macht mich immer so geil. Ich habe absolutes Problem, aber ich stehe dazu wenigstens. Das ist aber auch ein sehr mystisches Getränk. Ich wollte es auch gerade sagen. Das ist kein Getränk, das ist Knoblauchsoße. Einfach nur wunderschön. Zapft, Alter, das ist ja noch geiler. Nehmt euch vor allem kein Beispiel an mir. Nur im Auto. Schnitt. Und das Knoblauchbaguette zum Leidwesen dieses Mannes. Der Seib ist ja kalt. Ich hab das hier war auch irgendwie sehr ansprechend. Ich hab mein Essen schon und der Mann war mittlerweile shoppen. Ich hab mir das Süßgetränk geholt. Und Kopfwehtabletten, die kann ich sehr empfehlen. Das ist ein Getränk, das ist blau, weißt du, was es macht? Achso, das stand hier vorher schon, das ist Deko. Das ist eine Kerze eigentlich. Ah, ich bin nicht ganz dicht. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Junge. Alter! Das ist deins. Glaube ja. Junge, was zum? Frühstück, Mittag und Abend. Das ist ja Wahnsinn. Das sind 9 Euro übrigens. Junge. Das ist aber kein Huhn, das ist Schinken. Ja, aber das ist keine Kaffee. Das ist Huhn, ja. Das passt schon. Du hast die Dings genommen, ja, mit Alter. Also die alten Peppnasen. Das hier sind wirklich erprobte Kampfesser. Das macht mich glücklich. Kampfkolos. So, auch am Sonntag geht's weiter. Es ist Freitagnachmittag und der Mann ist nackt. Ja, es ist Freitagnachmittag. Yeah. Ja, ich muss. Zu meiner Verteidigung, wer vom Land in die Großstadt des Freistaats Sachsens zieht, der Mann hat Flipflops an und rennt. Der muss auch mal was aus seinem Leben machen. Und nach einem Polen-Ausflug kann man auch mal das Stadtfest besuchen. Diese Wohnung ist in genauso einem desolaten Zustand wie ich. Das wollte ich auch schon sagen. Kock. Außerdem will ich diesem Mann nur helfen. Ich will diesen Mann den Alkohol wegbringen. Deswegen trinke ich ihm den Alkohol weg. Ich bin ein massives Problem. Jogi, geil, morgen krank sein. Vielen Arsch! Schwein! Ich bin gekommen. Ich bin schwul. Aber nur werktags von 9 bis 17. Homie! Vielen Dank. Haben wir heute schon mal? Was ist das? Haben wir heute schon mal? Achso, ja. Uns näher dem Tod gehen. Was hältst du von wundgelegenen Stellen? Ich habe einen Wolf gelaufen. So, jetzt beginnt die Drohnenshow, die dieses Jahr das Feuerwerk ersetzt. Und es fängt einfach just in diesem Moment an zu regnen. Bis jetzt nur leicht, aber mal schauen, wie sich es noch entwickelt. Riesiges Glied. Alter, es fängt wirklich an zu regnen. Das kann nicht sein. Das ist so ein Hohn. Schützen zuverlässig unsere wichtigen persönlichen Daten.
und sorgen so für Sicherheit und Vertrauen in einer vernetzten digitalen Welt. Drohnenhass! Das ist wirklich ein richtig schönes, abschließendes Ende für das Stadtfest. Verletzte wurde. Das Wetter entspricht meinem Leben.